Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir hier mit dem den Schäfer gebaut und alles drum und dran. Ich glaube, wir haben auch schon mit dem Wolleladen alles gebaut, ne? Weberei haben wir schon da. An den anderen Laden, glaube ich, haben wir noch nicht. Alter, jetzt geht mein Handy ab. Aber wir schließen meine Telefone. Wild zu gehen, so richtig wild round und so, ne? Ich habe nur die Weberei bis jetzt gebaut, weil den Kleidungsladen wollte ich noch nicht. Dann schauen wir jetzt mal, was abgeht. Weil ich müsste jetzt dann irgendwann leckere Schäfchen daraus kommen, oder? Ist das nicht so? Schaf züchten. Wieso ich... kommt schon, nicht durchaus. Wie viel gehen denn? Beschwert euch nicht bei den Entwicklern, wenn das Spiel abstürzt. Vielleicht soll ich nicht antworten. Die sagen das. Nee. Okay, ich höre auf. Alles gut. Kann sie denn das alles alleine? Also ich weiß nicht, wo Barbara... Hi Barbara! Ich habe dir so ein paar Schafe zum... zum Scheren mitgebracht. Oh Gott, die braucht eine Ewigkeit zum Scheren. Oh Gott. Ja, die wird jetzt Spaß haben. Wo ist das eine geschorene Schaf? Oh Gott, ich glaube, ich kann ein paar Schafe entfernen, oder? Glaubt, es könnte gut sein, wenn ich ein Schaf entferne. Ist Barbara noch da? Arbeitet Barbara noch? Eure Ausdauer ehrt uns. Ich bin schon wieder versucht. Boah, ich bin... Ich lasse das jetzt so. Ich bin aber so versucht gerade. Ich musste weggehen. Ich musste weggehen. Ich würde es uns 3000 Mal nochmal drücken. Leute, jetzt hat die Weberei rennen theoretisch auch was zu tun, oder? Weil ich verstehe noch nicht so ganz, wieso unsere Läden hier nicht funktionieren, ne? Weil wir brauchen ja noch Wolle. Und dafür müssen sie erstmal die Wolle hier ranschaffen. Und aus der Wolle müssen sie wieder schaden. Das ganze Zeug machen. Kann ich da eigentlich... Warte mal, Stoff ist da drin. Wenn ich jetzt hier sage, hier soll Wolle hin. Nee. Warte mal. Oh Gott. Wir sind überfüllt. Warte mal, hier sind keine Bretter mehr drin. Dann tue ich hier Stoff rein. Boah, habe ich keine Steine mehr produziert in letzter Zeit? Oder was ist hier los? Hä? Mal. Drei haben sich beschlossen. Oh Gott. Drei haben beschlossen, hier zu bleiben. Das ist ja grausam. Brot. Wie viel Brot haben wir denn? Ah ja, wir helfen. Wir helfen dem König. Und liefern ab. Easy. Bin ja echt die ganze Zeit überlegen, wie ich baue. Also ich würde ja das Dorf nach hier erweitern, das davon alles abreißen, dahin. Und ich bin auch dafür, dass wir das jetzt eiskalt einfach machen. Warte mal, ich kann noch Territorium kaufen. Territorium. So. Und ich glaube, wir haben hier schon das ganze Gebiet. Ne, die paar da vorne will ich auch nicht mehr haben. Wohngebiet. Hier so ein bisschen weg. Das soll alles Wohngebiet werden. All das wird Wohngebiet. Planänderung haben wir. Nein, ah. Wir könnten den Pfad hier noch so ein bisschen freistellen. Vielleicht, dass sie mal endlich auf die Idee kommen, nicht hier zu bauen. Oh Gott, ich habe ja auch da schon das gepflanzt, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnte problematisch werden. Ihr müsst alle ausziehen, sorry, alle ausziehen.
Halt, ihr habt tonnenweise Platz an Gebäuden. Platz an Gebäude. Alle Häuser müssen weg. Alle Häuser müssen weg. Das schaut komisch aus, wenn da nichts mehr auf einmal steht, aber... Da steht der Baute. Der erste hat schon beschlossen, da zu bauen. Der zweite hat beschlossen, da wieder zu bauen. Easy. Okay, ich mach das mal. Ein schwarzes Schaf, Teufel auf. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Was? Ein schwarzes Schaf, Teufel auf? Ich werde es nie schaffen, das Spiel abzuschmieren. Ich habe immer noch 60 FPS. Ich habe echt ein schwarzes Schaf. Warte mal, ich habe es gerade gesehen. Da. Unglaublich, aber wo? Wo ist es hin? Da ist es. Wir haben original ein schwarzes Schaf. Wo ist es denn? Da. Haben wir zwei oder haben wir nur eins? Ich glaube, wir haben nur eins. Ey, ich drücke jetzt nochmal. Ich habe noch ein schwarzes Schaf. Warum kann ich das ja so oft machen, wie ich will? Warum kann ich eh nicht mehr Schäfer dann einstellen, zum Beispiel? Es zieht doch absolut gar nicht an der FPS. Aber wir haben bald mal so einen kleinen Garten an... Ihr habt tonnenweise Platz, baut doch einfach. Sagt nicht, ihr habt nicht genug Platz. Das ist tonnenweise Platz, den ihr dann noch habt. Oh, scheiße. Okay, vielleicht habe ich ein bisschen. Ich kann das Wohnhaus nicht mehr anklicken. Das Bauernhaus nicht mehr anklicken. Was habe ich gemacht? Oder war das deswegen? Hä, was? Schlechtes Wetter, mein Lord. Wie vorhergesehen, fällt uns der Himmel auf den Kopf. Hoffentlich haben wir genug Lebensmittel gesammelt, um diese Zeit zu überstehen. Wir haben 21 Beeren und 151 Brot. Ja, das sollten wir schon schaffen. Ich finde mal, dass wir ein paar entfernen. Werden das weniger? Ich klicke gerade wie bekloppt, aber ich bin mir nicht sicher, ob die weniger werden. Aber wir haben immer noch unser schwarzes Schaf. Es werden weniger, oder? Alter, wie viel habe ich denn da hingeklickt? Nochmal ein bisschen schneller. Also es bringt sich ja auch eigentlich nichts. Es ist ja eigentlich nur... Nein, mein schwarzes Schaf! Komm, wir machen eine normale Herdegröße, so. Aber wenn man will, kann man voll den Produktionsstand hier hinbauen. Ich bin schon voll, also jetzt haben wir voll den Regen. Was habe ich gemacht? Ich habe allen die Häuser abgerissen. Hups. Wir könnten da oben noch einen Bären-Pipi brauchen. Warte mal. Baumeister. Sammlerhöhle. Ich glaube, wir haben schon wieder Arbeitslose. Natürlich werden alle befördert. Egal, was ihr einen Job habt. Ihr werdet befördert. Unsere Stände stehen. Sie kaufen Fisch. Und hier würde ich gerne Brot verkaufen. Yes! Brauchen wir bloß noch einen Verkäufer, ne? Aber wir haben noch ein paar Arbeitslose. Von daher kein Problem. Ich muss nur noch der Hiopai, der fürs Brot zuständig ist, Brot liefern. Wo ist der denn? Ey, er wird dauernd wird Fisch geliefert. Die Bären sind alle mittlerweile. Aber auch. Alter, wir machen bei Fisch 240 Gewinn. Uff. Verkaufe Ressourcen wie Brot, okay. Ist auch nicht schlecht. Wie 11 Leute haben keine Häuser. Ja, wir müssen halt erst. Was da für eine Häuserkarte steht. Lecco mio.
Aber unser Herr, der hier das Brot liefert, ist 50 Brot da, okay. Ah, er ist ja schon da. So, dann bist du da. Moinsen. Moinsen. Edward. Wo rennt denn Edward hin? Der hat diese Woche noch nichts verkauft, wo 330 wir allein schon für den Fisch eingenommen haben. Alter, dieses Geld fließt uns ja nur so um die Ohren. Ich glaube, wir müssen die Hütte nochmal hier erweitern. Ich bin nochmal dafür, dass wir nochmal erweitern, bearbeiten. Da muss nochmal so eine Hüttenerweiterung hin. Aber wie könnte man die nochmal drehen? Da hau ich ja nicht mal zwei hin. Klick. Dann kommt dort wieder ein Turm hin. Das ist jetzt in einer der höheren Türme. Und dann noch mal zack, hier rein. So ganz, ganz easy. Ah, stimmt, ich habe jetzt komplett anders gebaut. Hä? Ups. Oh, mein Firmenhandy klingelt schon wieder. Nicht gut. Boah, das würde ich doch mal sagen. Baubeginn. Schatz, mit unserem Dorf, Alter, unser Dorf zieht sich durch den Wald durch. Jetzt haben wir das Ganze hier zum Bauen. Das ist natürlich praktisch. Ich würde mal sagen, wir haben so viel Kohle gerade auf Lager. Wir haben noch nicht eine wirklich gute Möglichkeit, das alles zu verbrauchen. Warte mal, wo ist Territorium? Kommen wir das noch dazu? Und nennen das alles mal Abbau. Haben sie eigentlich geschafft, das alles abzubauen? Nee, noch nicht mal ansatzweise. Offiziell ist das hier außenrum auch alles Abbaugebiet. Ihr habt das Recht, alles hier abzubauen. Egal wie lange ihr dafür braucht, reißt es nieder. Und da ich ein schlechter Zeichner bin, mache ich einfach die Kriegsgeschichte. Alles muss weg. Hier ist Ausverkauf, Jungs. Ausverkauf. Nein. Oh. So. Ich glaube, ich könnte hier noch nicht mehr viel Holz lagern. Das ist das Problem. Wir bräuchten ein eigenes Holzlager dann eigentlich und so. Bei mir vibriert gerade alles richtig. So. Es schüttet immer noch. 04 haben sich in 0 haben sich entschlossen, uns anzuschließen. Kein Wunder warum, wir haben alle aus den Hütten gejagt. Eventuell nicht the best idea. Und da, oh, ich habe gerade die beste Idee, ne? Warte mal, wir haben hier noch hier Mauern. Hecke, hohe Steinmauer. Warte mal, das gab es doch hier auch mal noch. Ein Baumenü unter Dekoration. Dorfkirche, Markt, Holzbrücke, Herrenhaus. Ich will den Wall haben. Aber irgendwie habe ich leider nicht den Holzwall erforscht. Kann das sein? Hölzerne Wand, hölzerner Bergfried. Hölzerne Bergfried? Außenposten. Wir sollen Außenposten errichten. Hölzerner Bergfried. Oh, ich kann mich wieder austoben. Und wo setzt man denn den diesmal hin? Das ist jetzt die nächste gute Frage. Hölzernes Hauptgebäude. Ich wäre schlau hier so, weißt du? Mit hier so Tür C. Und dann Holzplatte. Oh, holy shit.
Holztür, aha. Wenn das geht, dann machen wir den hier oben hin. Nein, oh, ich hätte den gern genau hier oben. Hölzerner Burgfried. So. Holztür C. Der geht aber auch ordentlich weit runter, ne? Wie schaut denn der hier aus? Hm. Das ist eine schwere Sache zu entscheiden, weil da wird der dann wieder passen, ne? Ah, lass mal den hier. Ziehen wir ein bisschen hoch, das wird schon ein hohes Gebäude. Zu weit weg, was? Hä? Oh mein Gott, was brauche ich denn da jetzt hin? Nee, warte mal. Steinerweiterung. Was? Unser Burgotter. Hä? Überforderung. Wir bauen jetzt einfach hier so oben eine Zitadelle drauf. Der Überwachungspunkt für unser Dorf. So. Was hat der denn jetzt im Schornsteingebiet da? Hölzerne Erweiterung. Das ist der ausgewählte, hä? Großer Vorbau, kleiner Vorbau. Erweiterung A. Und rein theoretisch kann ich dann nochmal so einen Teil hinsetzen, ne? Okay. Nee, ich übertreibe nie. Das ist ja nicht ein hölzernes Vorbereitung. Genügend Beförderung für heute wegtreten. Mein Herr, der gewissen Preise könnt ihr eure eigenen Dorfbewohner in höhere Ränge stellen. Das habe ich auch schon kapiert. Sah jemals so eine Burg aus? Ich muss jetzt dahin noch so einen Turm und der halt so hier, ne? Das ist gleich unsere Anlage. Die ist hoch, die ist groß. Und die präsentiert unser Dorf schön. Zierfahne, hä? Ach, die kann ich hier bitte. Geil. Gibt's natürlich ein paar. Hier vorne wird trainiert. Das ist unser schöner Platz mit dem komischen Holztor. Da beginnt das Dorf der Kämpfer. Ein paar Fahnen aufstellen natürlich, damit jeder weiß, hier sind die harten Leute von unserem Dorf. So. Ich würde mal sagen, Alter, 75 Stoff, 276 Brett, 2 Werkzeuge. Das wird eine harte Aufgabe für unsere Jungs. Aber Leute, damit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.